Hi, solche Deckenleuchten hier aller Art, die haben ja immer so ein Gehäuse, sodass, wenn man im Wohnzimmer beispielsweise die Lampe anbringt, die Leitung schon direkt aus der Decke rausguckt und man das eben hier einführt oben und es dann am Ende nicht mehr sichtbar ist, sondern die ganze Leitung eben umschlossen. Aber manchmal hat man keine andere Möglichkeit und wird gern so eine Hängelampe oder eine Lampe für den Innenbereich aufputzverdrahten. Und in dem Video zeige ich, wie das möglich ist. Jetzt habe ich da oben diese Aufputzgeschichte schon mal provisorisch hingebastelt. Und jetzt geht es um das Gehäuse. Das müssen wir jetzt ein bisschen bearbeiten. Jetzt kommen wir nämlich seitlich hier rein, entweder von hier oder von hier oder hier oder hier. Deswegen messen wir uns jetzt erstmal die Mitte aus. Da haben wir gerade ein Maß von 38 cm. 38 durch 2 sind 19. Das ist hier ungefähr. Mache ich mir schon mal so eine kleine Markierung. Jetzt nehme ich mir einen Bohrer. Das ist jetzt in dem Fall ein 9mm Bohrer. Und dann einfach einmal durchjagen. So, und da sollte die Leitung jetzt durchpassen und dann passt das. So, jetzt habe ich mir hier die Halterung für die Lampe schon mal provisorisch an der Decke montiert. Und jetzt anklemmmäßig, einfach wie man eine Lampe zu verdrahten hat. Da machen wir den braunen Außenleiter auf Anschlusspunkt L. Dann den grün-gelben Schutzleiter auf die Schutzleiter auf PE. Und der blaue Neutralleiter, der kommt auf die Endklemme. Und dann passt das. Und hier ist der Schutzleiter auch wichtig, weil das Gehäuse aus Metall besteht. Dann schauen wir doch mal, wo das Loch ist. Auf der Seite. Da führen wir dann das Kabel so ein. Ruhig auch den Mantel reinstecken. Und dann gehen wir damit bis zu den Klemmen und schließen das dementsprechend dran. So, jetzt passen wir uns das hier so an und ziehen's. Kabel geht hier rein, das sieht gut aus. Und dann kann man eben die Schrauben hier noch festziehen. Damit das Gehäuse nicht abhaut. Und so müsste auch alles schon gut sein. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht noch zeigen würde, wie die Lampen leuchten. Deswegen schalte ich da gerade mal zu. Funktioniert einwandfrei. So, dann war es auch mit dem Video hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.